Freunde. Ja, wir sind wieder auf Obex-Tour. Sind hier an einer ehemaligen Kaserne, aber es sieht so aus, wenn alles abgedichtet ist und zu ist. Aber von außen sehen die beide auch ziemlich interessant aus. Werden wir mal ein bisschen ablaufen und dann mal schauen. Also wir haben schon gesehen, hier vorne hinter mir da sind schon Häuser saniert. Und das wird wahrscheinlich mit denen hier rechts auch noch passieren. Deswegen ist das doch alles zugemacht. Der Turm da hinten gehört auch noch dazu, wa? Da ganz hinten, rechts. Ja. So, hier mal ein paar Fenster, die noch so halbwegs heile sind. Und nicht alles so zerdeppert, wie bei den meisten Lost Places. Ja, ist direkt an der Hauptstraße hier. Deswegen ist es ein bisschen lauter, Leute. Hier sieht es so aus, als wenn es mal gebrannt hat. Hier sieht man es nochmal richtig. Wir haben jetzt hier einen Zugang gefunden, also hier ist auch nichts abgesperrt oder so. Hier sind noch ein paar Gebäude rum. Ja, wie gesagt, das Ganze war hier mal auch eine sowjetische Kaserne. Drüben auf der anderen Seite ist viel schon saniert worden. Aber hier steht noch ein bisschen was. Was halt noch frei zugänglich ist. Und B auch sich noch lohnt, sich das anzugucken. Hier steht irgendwie so ein Unterstand. So, wer ein bisschen Russisch kann, kann uns das gerne mal übersetzen. Und dann in die Kommentare schreiben, weil ich kann das hier gerade irgendwie nicht so richtig lesen. Hier noch ein kleineres Gebäude. Und ja, Dani steht schon an der Tür, aber die Decke da oben ist schon eingestürzt, ne? Also hier durchs Fenster sieht man das schon. Da ist kein Dach mehr drauf. Ja, also vermute ich jetzt auch mal, 94 sind die abgezogen. Ja, wie gesagt, da waren so weiß, dass die Sowjets 94 abgezogen wurden. Die letzten, kann man davon aussehen, dass das seit damals hier auch so leer steht. Würde ja auch passen. Wie gesagt, die Decke da oben sind schon runter, kein Dach mehr drauf. So, dann werden wir mal gucken, was da drin so los ist. Weil man denn, wie gesagt, hier rechts würde ich nicht hingehen unbedingt. Schichten da überhaupt schon drauf waren. Ja, hat das. Der ist hier. Ja, hier kann man noch mal gucken. Ja,
Beim Auto würde man sagen Cabrio. Ja, 28 Jahre, wa? Ja, das ist ein Holzboden, so wie es aussieht. Guck mal, die haben hier über, die vier unten sind ja Fliesen. Da haben die einfach rüber gepinselt. Zig mal. Da sieht man, dass das da Fliesen sind. Nee, ich habe bloß die Kupferstufen. Ja, das war abgedeckt hier mit Holz, dass du da nicht runter kannst. Haben sie aber aufgerissen. Mann, ich möchte aber gucken. Ist das eine Steintreppe? Die Treppe, die Treppe ist aber so Stein, aber das hier oben ist Holz. So, also wir sind da nur ganz kurz drin gewesen. Das ist sehr einsturzgefährdet. Aber Dani will schon wieder Sport machen, habe ich gesehen. An ihrer Reckstange. Da scheint es irgendwie in den Keller zu gehen. Fettes Schloss sehe ich da unten. Und hier schön den Müll abgeladen. Das sind schon ziemlich interessante Gebäude. Hier war anscheinend mal irgendwie ein Anbau dran. Der ist aber abgerissen worden. Da sind da die Fliesenreste. Alles zugemacht. Da habe ich gerade noch was gesehen, das sieht aus wie ein Spielplatz. Da steht noch so ein Gerüst. Ja, hier scheinen auch schon mal Leute wieder Party gemacht zu haben. Bisschen randaliert. Die Wand einfach vor das Fenster hier mauert. Hier ist ein Badezimmer gewesen. Hier steht noch mal näher. Der hat aber schon ein bisschen gelitten. Hier war irgendwie mal ein Durchgang, würde ich sagen. Leute, guckt mal hier. Da
Ich habe das oben schon vermutet. Da lagen nämlich irgendwie Unterlagen von irgendeiner Behörde. Das wurde hier irgendwie anscheinend nach den Russen nochmal anders genutzt und dann irgendwann aufgeben. Dann hat man hier die Stühle irgendwie alle eingelagert. Naja, eigentlich sieht er eher reingeschmissen aus, aber da stehen nämlich die Bürotische drin, da wo Dani ist. Geil, und hier steht. Geil, und hier steht eine Motorhaube einfach mal rum. Platten. Da ist ein Fluchtplan drin. Ja, hier so ein bisschen abseits steht noch ein bisschen was anderes. Irgendwie weiß man ja nicht, wo man jetzt zuerst hingucken soll. Hier links steht noch ein hier drum. Allerdings ohne Dach schon. Scheint auch da hinten links noch ziemlich weit zu gehen. Ja, hier sieht man das noch mal besser. Hier ist nichts mehr. Da ist kein Dach mehr drauf. Ist zwar unten alle vernagelt, also damals hat keiner reniert, logischerweise. Aber da oben nichts mehr drauf. Das sieht eher auch wie eine Fabrikhalle aus, ne? Ja. Hier kommt noch mal so ein größeres Teil. Also das ist ja, jetzt mal hier schwenke. Da rechts. Da ein Mittelteil, aber auch ohne Dach schon teilweise. Und hier links wieder so ein Bau. Ist wie so ein U gebaut. Hier sieht man das vielleicht. Da ist das Dach auch runter. Da oben auch. Das hat aber ordentlich gelitten schon. Aber man staunt immer wieder, was hier so in Ostdeutschland an Riesengebäuden immer mal so rumsteht. Ja, das waren mal Kasernen. Aber das lässt man halt einfach mal so verfallen. Ab und an findet sich mal ein Investor, der sagt, ach, ich kaufe das und mache da Wohnung draus. Das hatten wir hier hinten, das zeigen wir euch nachher nochmal. Da ist schon saniert, das sieht doch wirklich gut aus, muss man sagen. Gar nicht schlecht, hier schon wieder am Gestrüpp rum. Da kommt sie. Noch ich habe ja gesagt, hier muss ja noch mehr sein. Da muss ja einen Grund haben, warum der Zaun hier auch noch weiter geht. Da hinten, wenn man hier so durchguckt, das sieht man auf der Kamera wahrscheinlich ja nicht. Da durch das ganze Gestrüpp, da liegt Schutt. Also da muss man halt gestanden haben, das wurde anscheinend abgerissen. Und das nächste Gebäude links hier. Aber sowas ist für uns halt Lost Place und nicht diese ganzen eingeräumten, wo ab und an anscheinend auch Leute durchrennen und Staub wischen. Also jedenfalls sehen manche so aus. Das ist hier richtig Lost Place. Verfallen, eingewachsen. Ja, kaputt natürlich. Oben die Dächer meistens vor allen Dingen. Aber hier kann man halt sehen, dass ein paar Jahrzehnte, manchmal sind es auch nur ein paar Jahre, so ausmacht.
Ja, haben wir ja nicht vermutet. Ne? Da ist das eine Gebäude und dahinter steht noch eins. Und da anscheinend auch nochmal. Da wachsen schon die Bäume aus dem Dach. Selbst wenn wir wollten, beziehungsweise selbst wenn es gehen würde, betreten würde ich die Gebäude nicht mehr. Guckt mal da. Das ist hier alles. Extrem einsturzgefährdet. Ah, das sind schon riesige Gebäude hier. Doch eine Kanone, ne? Ja. So hier beladen das Ding und die da hinten feuern das Bäder ab, glaube ich. Ja, jetzt wirklich nur noch die Außenhülle. Da oben ist die Antenne auf dem Dach. Und ganz ehrlich, guckt mal da oben. Wenn man hier nicht aufpasst, als so dicht dran ist, kann er so ja von oben kommen. Der hängt nämlich schon auf halb neun. Also schön Abstand halten. Jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Wir kochen uns gerade ein Käffchen. Und dann geht es nachher nochmal weiter. Ja, Freunde, wir sind jetzt wieder so ziemlich am Anfang der Tour. Wir haben ja vorhin erzählt, dass die Gebäude zum Großteil alle zu sind und zum Teil halt auch schon saniert wurden. Und hier kann man das ganz gut sehen. Weil hier haben wir eine Seite unsaniert und die andere Seite ist schon saniert. Da ist unsaniert. Eigentlich die ganze rechte Seite hier. Alles nicht saniert und links. Die Gebäude sind saniert und die werden halt auch genutzt. So kann das halt dann aussehen, wenn man draus gemacht wird. Und wie man dann noch sehen kann, ist das halt relativ originalgetreu saniert worden. Also von außen unterscheiden die sich eigentlich ja nicht von den verfallenen. Da sieht man aber ja kein Dachstuhl mehr, da hat es gebrannt da oben. Kann man glaube ich jetzt nicht sehen, die Sonne steht genau davor. Hier ist irgendwie was in Russisch dran. Da drüben auch. Hier kann man nicht echt gut sehen, da oben ist alles eingestürzt. Vom Dachgeschoss bis runter zum Erdgeschoss. Muss mich aber noch mal korrigieren. Hier vorne ist jetzt auf beiden Seiten nichts saniert. Das ist nur da hinten gewesen. Hier ist alles leer. Ich schätze mal ab da, wo die Autos stehen, das ist wieder saniert ein bisschen was. Aber hier sind schon schöne Häuser. Hier ein schöner Durchgang. Dahin.
dahinter steht gleich noch ein Gebäude. Hier nochmal der Kontrast, wenn das saniert ist. Sieht schon schön aus. Hier haben wir nochmal Überbleibsel von den Russen bzw. von der sowjetischen Armee damals. Da steht auch noch was dran. Da muss auch was gewesen sein, ist aber alles weggemacht worden. Gibt es überall Mullemiezen. Da hinten sitzt noch eine. Schwarze, sind die, die ich vorhin gesehen habe. Die haut ab. Hier steht noch was. Ich kann das ja jemand übersetzen. Ja, warte mal, hier oben steht noch mehr dran. Ne? Wie gesagt, wenn jemand das übersetzen kann, gerne in die Kommentare. Freunde, das war's dann schon wieder mit unserem Video. Wir hoffen, euch hat unser kleiner Rundgang hier gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn das heißt Die Lifties on Tour. Bye bye. Bis dann. Ciao.